Aber da sieht man mal, wie schnell die den so loswerden wollen. Nee, wir waren es nicht. Wir sind gerade erst reingegangen. Ey, geh mal in die Eingangshalle vom TS. Ich glaube, da sind die Leute. Aber wir waren es nie. Ein Metaller ist ein Metaller, weil er Metal hört. Ja, heute reagieren wir auf den nächsten Part von Drachenlord Soundboard. Haben sich ein paar gewünscht und reingehört. Ohne Alter, Spaß, wir kennen sag mal, merkst du eigentlich noch, dass du voll die Psychosen hast, dass du voll die Wahnvorstellungen im Leben hast? Das ist gerade jetzt dein Ernst. Alter, ich bin random auf irgendeinem Thieves-League-Game gesteuert. Junge, wir haben doch gar nichts damit zu tun. Lass uns doch einfach in Ruhe. Ich glaube, ich auch einen guten Grund, beleidige. Ja, okay, dann beleidige weiter. Ich bin Entertainment. Wenn so. Ja, dann ist der Moment voll. Viel Spaß dabei. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, am Montag gibt's eine fette, dicke Anzeige. Ja, ich habe das Ganze aufgezeichnet, viel Spaß damit, der Anzeige, ne? Das ist mittlerweile Cybermobbing, ich geh zu meinem Großcousin, der ist Anwalt, der hat seine eigene Kanzlei. So, mein Vater ist leitender Geschäftsführer von Carrygold Deutschland, also ich würde mal sagen... Komm! Alter, das kann man sich gar nicht ausdenken. Das kann man sich einfach nicht ausdenken. Wer denkt sich bitte schon aus, yo, mein Vater ist heute Leiter Geschäftsführer von Carrygold Deutschland. Ne, es gibt da so Leute, die sich hinter dem Opel stellen und sagen, so ist meiner. Und haben noch nie mal ein Fahrrad. Ne? Da gibt's Leute, die stellen sich dann vom Porsche und sowas, ne? Und die haben das Geld gar nicht, ne? Und die sagen so, ja, ich bin super reich im Internet. Aber komm, also auf so eine Idee kann man gar nicht kommen. Auf so eine Idee kann man, ich glaub denen das. Ich glaub denen das sofort. Ist gebonkt, ist abgekauft. Wenn du jetzt hier das irgendwas... Das ist A richtig und B falsch. Zu tun, ja, Alter, ohne du Wichser, halt die Schnauze jetzt. So, und jetzt so viel zum Thema Beleidigen, Alter. Ohne Spaß. Ja, wenn ich auf 260 bin, bin ich zu niemandem freundlich. Und ich bin gerade müde, Junge, wie Drecksau. Was können wir denn für deine Schwester... Geh schlafen. Was denn los ist? Wir haben da keinen Grund. Alter, du kannst ja gerne in jegliche TS-Lobbys reinjoinen und da rumbeleidigen, ja? Aber was wollen wir denn mit deiner Schwester? Wir kennen dich nicht mal. Alter. Spasti, Alter. Ja, echt bist du, ey. Halt doch einfach mal den Rand, Alter. Lass uns in Ruhe, ey. Alter. Wenn das dir nicht passt, da drüben ist die Tür. Tschüss. Ja. Er kommt rein. Drachenlord. Beleidigt die Leute auf einem random TS-Server und sagt zu anderen, wenn sie nicht passt, da drüben ist die Tür. Ah, geil, das müsste ich jetzt auf Arbeit auch mal machen. Ich müsste jetzt auf Arbeit gehen, Leute beleidigen, Leute anmaulen und dann sagen, ja, wenn sie nicht passt, Chef, ne? Drüben ist die Tür. Alter, Leo, das ist unterste Klasse. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das sieht man doch schon, dass du geistig irgendwie auf einem Niveau von einem Stein bist. Das ist eine Beleidigung für den Stein. Also ich glaube, du bist geistig auf einem Niveau von den Bayern anscheinend. Also oder Unterfranken. Vor allem, wie hört man... Das frage ich mich immer, ne? Wie hören die Leute das raus? Ich höre das noch nicht mal raus, wenn Leute aus Sachsen kommen, ne? Ah, schön. Kennt ihr das, wenn man drüben im Westen ist? Ja, als Ossi. Ich weiß, so ein tragisches Schicksal haben nicht viele, aber die Ossis haben das, ne? Wenn ich dann so meine reiche Familie drüben besuchen gehe und du redest dann so mit denen und die lachen alle. So, was hat denn der jetzt gesagt? Ich verstehe das nicht. Und du denkst dir so die ganze Zeit, was wollt ihr von mir? Ich rede Hochdeutsch, nur klar, was ist denn los mit dir? Richtig artikulieren. Also ich würde mal an deiner Stelle einfach mal ganz ruhig sein, was irgendwelche geistigen Fähigkeiten angeht. Oder? Für solche asozialen Idioten schäme ich mich ernsthaft, ein Mensch zu, Mensch zu sein. Ich mich gerade auch. Ich mich auch. Ich will lieber zu einer Eisbären. Hast du angefangen zu beleidigen oder so? Oder wir, ja? Nein. Wahrscheinlich Realschulabschluss, ja. Nein, Spaß, ist auch geil, ne? Wahrscheinlich Realschulabschluss. Total schlimm, ne? Bist ein Realschüler. Das ist die größte Beleidigung. Also, ich wurde wirklich so oft schon, ne? Also, kennt man ja, man geht raus auf die Straße, man unterhält sich mit jemandem und er sagt dann, ey, was bist denn du? Du bist bestimmt Realschüler. Das ist absolute Beleidigung. Absolute. Nee, ich bin Edeka-Schüler. Tut mir leid, ich bin kein Realschüler. Ich bin Edeka groß geworden. Sorry. Lass uns doch einfach in Frieden, ey.
Das ist mir jetzt zu anstrengend, das können wir schon machen. Ja, komm, dann schwing bitte. Dann geh bitte raus. Ja. Ich bin aus der Lobby, ja. Noch im Bannhammer schwingen, wenn es sein muss. Warte, ich hätte noch einmal eine Frage. Ich beantworte deine Fragen gerade nicht, weil ich Headbange, sorry. Warte, wurde deine Freundin auf TS, deine Schwester, deine Schwester auf aber. TS von irgendwelchen Leuten beleidigt, oder? Ja. In der Lobby hier, oder wo? Ja. Wir sind gerade reingekommen. Ja, vor ein paar Minuten erst. Wir wissen davon. Ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Scheißegal. Aber da sieht man mal, wie schnell die den so loswerden wollen. Nee, wir waren es nicht. Wir sind gerade erst reingegangen. Ey, geh mal in die Eingangshalle vom TS. Ich glaube, da sind die Leute. Aber wir waren es nie. Bitte geh mal schnell in die Eingangshalle. Die wollten unbedingt loswerden. Ist das geil. Alles klar. Ey, warte. Zockt deine Schwester oder hat die gerade gezockt oder wo? Ja. Also es waren davor in der Lobby von Ark oder sowas, waren eben auch noch ein paar Leute. Dem zementiere also ich so eine, das würde er sich in 10.000 Jahren noch merken. Ich weiß nicht, aber du kannst ja gucken in anderen... Also wenn deine Schwester noch den Namen weiß, kannst du ja einfach... Also bist du der Admin vom Server? Ja. Wenn deine Schwester noch den Namen weiß, kannst du einfach im Protokoll gucken oder so. Und wenn einer meint, meine Schwester anzugreifen oder meine Familie oder Freunde oder generell irgendjemand, und ich bin in der Nähe, ich prüge die Scheiße so aus ihm raus, dass er nie wieder aufsteht. Und ich schwöre euch, ihr habt keine Chance. Würde ich auch so machen. Traut euch, kommt zu mir! Der ist in einer anderen Lobby, glaube ich. Also. Wie die denn loswerden wollen? Ist das geil? Nee, also wir waren das nie. Geh mal bitte in eine andere Lobby. Aber wir waren das nie, ne? Wir haben jetzt auch keine Zeit. Geh mal in eine andere Lobby, die sind gerade vor 5 Minuten abgehauen. Die deine Schwester mit der PC-Computerstimme. Wie kommt man auch eigentlich auf die Idee? Das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, Cookie-Kekse. Ich hätte gerne bitte 2 Cookie-Kekse. Wer sorgt denn das? Macht doch kein normaler Mensch. Ich würde mal... Wir waren eben in der Eingangslobby, da waren auch, wie heißen deine... Also ich weiß es nicht. Doch deine Schwester auf deinem Account, oder? Geht euch einen Scheißdreck an. Junge, wir wollen dir nur helfen, Alter. Du feiges so Drecksscheißstück, Alter. Ohne Mist. Ohne Wer genau sehe ich das jetzt als einziger so? Bin ich gerade bescheuert oder ist es absichtliche Provokation gerade? Absichtliche Provokation. Ich glaube, für Drachenlord ist es auch eine absichtliche Provokation, wenn man in seiner Nähe atmet und den Sauerstoff klaut. Ich glaube, das ist schon, oder wenn ne, ich stell mir gerade mal so vor, stellt euch mal vor, irgendjemand wäre mal an sein Haus vorbeigefahren, so eine ältere Dame mit einem kleinen Kind. Und die ältere Dame weiß halt nicht, wer da wohnt und die guckt sich einfach nur das Haus an. Einfach nur so, schönes Gebäude. Ne, ist halt kaputt, ist eine Ruine, ne? Bestimmt vor dem Zweiten Weltkrieg. Und dann kommt auf einmal Drachenlord raus und bewirft die alte Oma mit einer Axt. Obwohl die gar nicht, die wollte, die kann den Drachenlord gar nicht. Und Drachenlord geht dann so raus und sagt, die Scheißhäderin, verpiss dich, ne? Und die Dame ist dann 8 Jahre alt, weißt du, weiß gar nicht, was Internet überhaupt ist, ne? Weiß gar nicht, was YouTube ist, ne? Wollte sich nur das schöne Haus angucken, ne? Dass sie das schöne Haus nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut haben. Ne, das wäre irgendwann passiert. Ach, der Idiot wieder. User left your channel. Geht er einfach raus. Alter, Schwede. Sind die jetzt noch drauf oder sind die weg? Also die komische Typ, der ist noch drauf, aber eben ist nur irgendwie rein und wieder raus. Es ist einfach nur noch traurig, dass so viele Leute rumlaufen. Ohne Scheiß, Mann. Tut mir echt leid, aber wenn du mich jetzt nicht... Hallo. Das ist doch echt nicht wahr, Alter. Und jetzt sind die ganzen Spastiker wieder da, Alter. Scheiß, Alter, das kann echt nicht wahr sein! Da ist er schon wieder, Alter! Moderator, könnt ihr den jetzt nicht mal Arschdruck geben, dass der verdammte Wichser sich verpisst? Ist hier irgendwer Mod oder Admin oder so? Na hier, Drachenlord ist halt. Aus Bayern, der hält die ganze Zeit nur. Ihr seid tot, Alter, ihr seid tot, scheiß Hater, Alter, schwör ich euch. So, ey, hier, du da. Jetzt wäre ich vor, ja. Was hab ich denn jetzt gesagt? Ich würde mal aufpassen, was du sagst, sonst kommst du an deinem scheiß Leben aus dem Knast nicht mehr raus, ja? Ey, ohne Scheiß merkst du eigentlich noch, was du für Lügen erzählst.
Alles klar. Das geht ja ab. Ey Leute, die gerade nicht, der Typ, der ist, also nur so zur Info, der Typ sagt, seine Schwester wird von irgendeinem Typen auf TS gemobbt oder irgendwie angegriffen. Oder jetzt Rot, kommt er zu, er kam zu uns in die Lobby und scheißt uns mega. Das war er bestimmt, das war er. Irgendeiner, ich weiß jetzt nicht wer, es ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, ja, wer es war. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Hey Leo, ist es? Ja, ich glaube, das ist aufgezeichnet. Ist ja, das ist aufgezeichnet. Ja. Das ist zu 100 aufgezeichnet. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, alles klar. Ja, Leute, der Typ war irgendwie auf jeden Fall, der also sagt, wir werden Psychiater. Ist das so scheuert, ne? Und müssen in der Psychoklinik oder so. Der Typ ist so durch, Mann. Also, merkt sag mal, merkst du eigentlich noch, dass du Lüge, dass du voll die Psychosen hast, dass du voll die Wahnvorstellung im Leben hast? Du Junge, hast echt so einen psychologischen Kollaps, Alter, dass ich mir echt Sorgen mache. Du gehörst eingewiesen, Alter. Der war doch vorhin schon mit uns auf dem Server, Lukas. Ey, ohne Scheiß, merkst du eigentlich noch, was du für Lügen erzählst? Voll Idioten hab ich jetzt also verarscht. Ey, ohne Scheiß, merkst du eigentlich noch, was du für Lügen erzählst? Ey, ohne Scheiß, merkst du eigentlich noch, was du für Lügen erzählst? Mega. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hab's gewusst, dass es so endet. War klar. Wenn ich da auf. Warte mal kurz. Ich hab da nämlich noch was vorbereitet. Nehm alle auf. Also, ich nehm auf, weil mir das war mir eben Leo, ich hab zu auch krass, wie er hier rumgeschrien hat. Ja, das war mal wieder eine sehr geile Soundboard-Drachenlord-Verarsche. Nehmt das mit Humor. Guckt euch das Original an, lasst den Original-Creator Liebe da, lasst den getragenen Unterhosen da, lasst ihn Watchtime da, Abos da und vor allem den Likes. Und ciao, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.